So, wir kommen zum nächsten Vortrag, den Herr Gröber jetzt halten wird, über dieses immer intensiver werdende Problem mit unserem Popöchen da oben. Und ich denke, das ist ein ganz heißes Thema und ich bin gespannt, was wir alles lernen werden. Uwe, du bist dran. Danke. Ja, ich darf Sie nochmal ganz herzlich begrüßen und springen jetzt ganz wild in ein anderes Thema rein. Gene spielen natürlich dabei eine Rolle, aber das ist sicherlich nicht alles. Und bei dem Thema Alzheimer als Umwelterkrankung habe ich enorme Schwierigkeiten gehabt, meine 600 Folien zu begrenzen auf einen Zeitraum von 40 Minuten. Und ich begrenze mich jetzt letztendlich nur auf zwei oder drei Dinge. Einmal die Ernährung, die wird hoffnungslos unterschätzt. Selbst die Erkenntnisse aus der Diabetologie zu den Advanced Glycation End Products beispielsweise wird unterschätzt. Die Belastung mit Pestiziden, die nachhaltige, die wir selber verursachen, beispielsweise mit Schwermetallen auch. Und dann der chronische Nährstoffmangel. Denn hier muss man wirklich mittlerweile überlegen, ob man nicht generell etwas supplementiert, was dem Körper Antioxidantien liefert, was dem Körper Omega-3-Fettsäuren liefert, um Entzündungsprozesse zu reduzieren. Und vor allen Dingen auch den Energiestoffwechsel auf der mitochondrialen Ebene zu unterstützen. Also das wird so der Rahmen sein, bei dem ich versuchen werde, mich zu begrenzen. Und zunächst ist das so, trotz der 100-jährigen Forschung jetzt bei Alzheimer, von dem Alois Alzheimer ist eigentlich kaum ein erkennenswerter Fortschritt in der Therapie erfolgt. Die Pharmakotherapie bringt relativ wenig. NMDA-Rezeptorantagonisten oder Acetylcholin-Esterase-Hämmer bringen relativ wenig. Und das Problem ist, dass wir derzeit in Deutschland etwa 1,5 Millionen Patienten haben, die dement sind. 2/3 sind davon Alzheimer-Patienten. Und vielleicht merken sich diese Zahl, die jährlichen Therapiekosten pro Patient liegen bei 45.000 Euro. Darüber sollten wir mal nachdenken. So ein Diabetiker dürfte uns kosten ungefähr 7.500 Euro pro Jahr. Aber der Alzheimer-Patient, der hat eine sehr intensive Kostenbetreuung und die ist nachhaltig. Und die bringt uns an die Grenze des Krankenkassen- und Gesundheitssystems. Und es wird weltweit geschätzt, dass die Zahl der Alzheimer-Patienten sich verdreifachen wird bis zum Jahre 2050. Also das hier ist nur Deutschland, die Zahl wird auch hier sich ungefähr verdreifachen, könnte man sagen. Und generell kann man sagen, jeder Dritte, der heute hier im Kongresssaal sitzt, wenn er 65 und älter wird, bekommt Alzheimer. Also Sie können mal durchzählen im Endeffekt. Am besten fangen Sie bei 1 an. Dann ist das Thema der Prävention gleich gelöst, ohne großartige Gedanken an Kohlenhydrate, an Proteine und so weiter. Jedenfalls, wenn wir Rente bekommen sollten irgendwann, falls noch was da ist, dann wird es viele von uns dabei schon erwischen und vielleicht wissen wir zu der Zeit gar nicht mehr, dass wir einen Rentenanspruch haben. Wahrscheinlich setzt sogar unsere Bundeskanzlerin darauf. Die beiden Faktoren, die neuropathologisch eine Rolle spielen, die schon Jahrzehnte eigentlich teilweise schon bei Jugendlichen nachgewiesen werden können, das sind die bekannten Prozesse, die außerhalb der Nervenzellen in Form von Proteinfaltungen und Bündeln sich bilden, die Beta-Amyloide und die Neurofibrillen bzw. das Tau-Protein. Und auf Dauer führt das Ganze zu einer Hirnatrophie. Darauf möchte ich jetzt nicht näher eingehen, im Endeffekt auf diese pathologischen Prozesse. Aber die Ernährung spielt hier gerade bei den Beta-Amyloiden und da vor allen Dingen bei dem Beta-1-42, was vor allen Dingen wichtig ist für die Progression der Erkrankung, eine sehr große Rolle, weil das Amyloid-Beta wird im Endeffekt durch eine Glykosylierung noch neurotoxischer, als es ohnehin schon ist. Auch die Hyperphosphorylierung des Tau-Proteins wird maßgeblich gesteigert, sobald das Tau-Protein glykosyliert ist. Und was auch vermehrt auftritt, ist eine vermehrte Expression von Rezeptoren für AGEs, sogenannte RAGEs.
Das heißt im Endeffekt, die Glykosylierung aus der Ernährung kann massiv die Krankheitsprogression steigern.